Hallo und herzlich willkommen zu WinTV. Ich bin die Niki. Und ich bin der Raphael. Und normalerweise kommen jetzt sofort die Nachrichten. Aber heute haben wir uns gedacht, wir wollen ein bisschen Leute motivieren, mit uns mitzumachen. Oder was haben wir gesagt, wollen wir machen? Was wollen wir machen? Ja, also eigentlich wollten wir heute wieder Nachrichten machen. Du wolltest irgendwie eine Motivationsrede vorher halten. Ich hab's nicht verstanden. Genau, weil WinTV gibt es jetzt nämlich schon fast seit 6 Jahren. Und die einen kommen, die anderen gehen. Manche bleiben. Aber was wichtig ist, wir wollen immer wieder neue Leute motivieren, auch selber mal vor die Kamera, hinter die Kamera, an den Schnittcomputer, zur Recherche, was ihr auch immer wollt, das zu machen. Und deshalb fragen wir euch jetzt da alle, bitte, habt ihr Ideen? Habt ihr irgendwelche kreativen, das könnte WinTV doch mal angehen, Visionen? Dann postet sie uns auf unsere Facebook-Pinwall von wintv.org. Und ja, wenn ihr selber eben mal Lust habt mitzumachen, wir treffen uns eigentlich regelmäßig? Jeden Montag am Abend, so gegen 7, 8 Uhr. Und Location sind wir jetzt auch sehr oft fix geblieben eigentlich im Ammerlinghaus. Und wenn es anders ist, dann erwähnen wir das so auf der Facebook-Seite, damit ihr informiert seid. Aber auf jeden Fall kommt's vorbei, macht's mit, weil wir freuen uns eigentlich immer wieder über neue Leute, weil immer wieder neue Ideen und neue Impulse kommen, oder? Ganz genau. Und ich beginne gleich mit den ersten Nachrichten. Vergangenen Donnerstag gab es eine Traumparademo, wo 1500 bis 2000 Menschen unter dem Motto Tanz durch den Tag vom Museumsquartier zum Prater getanzt sind. Das Motto, also es ging bei der Demonstration vor allem um mehr Freiraum und eine unkommerzielle und unkonventionelle Partymöglichkeit auf der Straße. Es gab keine Anzeigen oder Zwischenfälle. Am vergangenen Sonntag, am 17. Mai, tanzten dann wieder 2000 Menschen auf der Peace Parade. In dem Fall ging es von Wien Mitte weg und auch wieder die Prater Hauptallee, wo das dann geendet ist. Als kleinen Nachtrag zu 70 Jahre Ende des Zweiten Weltkriegs haben wir hier einen Beitrag von Renate Sassmann aus Mauthausen. Una mattina mi sono svegliato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 una mattina mi sono svegliato e ho trovato l'invasore, oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 partigiano, portami via. Mein Name ist Albert Glabeuer, ich bin der Obmann des niederösterreichischen KZ-Verbandes und wir sind bei der Gedenkfeier in Mauthausen 2015. Der Titel dieser Gedenkfeier im heurigen Jahr ist Steinbruch und Zwangsarbeit. Das Mauthausen-Komitee Österreichs organisiert und koordiniert dieses Jahr anlässlich der Wiederkehr der Befreiung des KZ Mauthausen in enger Kooperation mit den überlebenden Organisationen auf nationaler österreichischer Lagergemeinschaft Mauthausen und internationaler Ebene, Komitee International de Mauthausen, die europaweit größte und internationale Gedenk- und Befreiungsfeier. Die KZ-Häftlinge mussten unter unvorstellbaren Umständen arbeiten. Die Todesrate in manchen der Außenlager war enorm hoch. Die dafür errichteten Außenlager verteilten sich ausgehend vom Umkreis Mauthausen in ganz Österreich unter kriegswirtschaftlichen, ressourcen- und verkehrstechnischen Aspekten. Die ehemaligen Außenlager Gusen, Ebensee, Melk, Linz und eine Vielzahl von Außenlagern in Raum Wien waren die größten dieser rund 50 Außenlager und übertrafen zeitweise den Häftlingsstand des Stammlagers Mauthausen. Das Unrecht mag heute an anderen Orten passieren. Verantwortlich sind wir aber alle dafür, auch hier in Europa. Wir sollen unsere Lektion aus der Geschichte gelernt haben, was Menschen andere Menschen antun können, auch unter dem Gesichtspunkt der maximalen wirtschaftlichen Ausbeutung bis zum Tod. Am 24. April war der Fashion Revolution Day und wir haben auch wieder einen Beitrag für euch.
Am 24. April 2013 stürzte das 8-stöckige Fabriksgebäude Rana Plaza in Bangladesch ein. Dabei kamen 1.138 Textilarbeiterinnen ums Leben und mehr als 2.500 wurden schwer verletzt. Anfang April 2015 fehlten noch immer rund 8,5 Millionen an Entschädigungszahlungen für die Opfer und ihre Angehörigen. Fashion Revolution verleiht den Forderungen Nachdruck. Seit 2014 gedenkt die internationale Initiative Fashion Revolution am Jahrestag den Opfern und beweist, dass eine faire Modewelt möglich ist. Dafür organisierte Fashion Revolution Austria mehrere Events, unter anderem eine Podiumsdiskussion im Schikaneder-Kino. Einige wichtige Kernaussagen waren: Es geht uns darum, mit Konsumenten den Druck zu machen, hinzuschauen, drauf zu drücken, um es möglich zu machen, dass, oder es eigentlich ist, unmöglich zu machen, dass Menschen ausgebeutet werden. Benetton hat sich 2 Jahre Zeit gelassen, für die Entschädigung der Opfer einen Beitrag zu leisten. Und erst als vor 2 Wochen über 1 Million Menschen, also 1 Million dürfte anscheinend so die Grenze sein, sich an Benetton gewandt haben, hat Benetton eingewilligt und hat etwas gezahlt. Nach 2 Jahren hat es trotzdem die Macht der Konsumentin geschafft, hier ein Umdenken und hier genügend Druck zu produzieren, damit ein Unternehmen wie Benetton sagt, wir müssen zahlen. Welche Erfahrungen habt ihr gemacht mit euren Kundinnen, wenn es um den Preis geht? Wenn jetzt ich ein Shirt verkaufe und es kostet, sagen wir, 45 Euro oder eine Bluse kostet 60 Euro, dann ist das für mich der Preis, den ich für Material und für meine Arbeitszeit rechne. Also der Preisunterschied ist nicht so hoch zwischen Ketten wie, ja, oder Benetton zum Beispiel. Meine Sachen kosten gleich viel wie bei Benetton, aber man weiß, ich habe es genäht, bei mir zu Hause in der Wohnung. Ich bin auch der Meinung, es kann nicht sein, dass man sich ethischen Konsum nur leisten kann, wenn man das Kapital dazu hat. Deswegen ist halt hier auch wichtige gesamtgesellschaftliche Kritik zu äußern, nämlich dass wie in vielen Bereichen unseres Lebens, im Turbokapitalismus, den wir erleben, im globalisierten, dass es einfach um Umverteilung geht. Was ich sagen will, es ist eine Frechheit, wenn die ganze Verantwortung auf den Schultern der Konsumentinnen lastet, weil es sind sehr wohl auch die vor allem politischen Entscheidungsträgerinnen in der EU, die bestimmen können, dass zum Beispiel diese Waren von H&M und Co., das ist ja eh nur ein Beispiel, weil H&M, Kik, Benetton alle in einem Boot sitzen und gleich schlecht produzieren lassen, dass die zum Beispiel nicht auf den europäischen Markt kommen dürfen, wenn sie nicht lückenlos vorweisen können, transparent, wo und unter welchen Bedingungen sie produziert haben. Eine ganz große Bitte an euch alle, wenn ihr heute nach Hause geht, heute noch ausgeht, erzählt einfach über den Fashion Revolution Day, erzählt von euren ganz eigenen und persönlichen Erfahrungen mindestens 2 Menschen und bittet sie, es wiederum 2 Menschen weiterzuerzählen. Das ist die beste Methode, etwas zu verändern und möglichst viele darauf aufmerksam zu machen. Darüber hinaus wurde in Kooperation mit dem Nachhaltigkeitsguide die Sicherheitsnadel Stadtspaziergänge unter dem Namen Fair Fashion Walks durch Wien organisiert. Bei den geführten Touren durch Wien Neubau, Maria Hilf und rund um den Üppenplatz spazierten Interessierte von einem nachhaltigen Shop zum anderen. Neben dem Bestaunen von nachhaltiger und fairer Mode konnten sich Konsumentinnen über Produktionsbedingungen, Herkunft und viel mehr informieren lassen. Abschließend fand eine Party in Magdas Hotel statt. Marvin Rahman war eine der darbietenden Künstlerinnen, die mit ihrer Stimme und der beeindruckenden Ziehharmonika alle Anwesenden begeisterte. Und ein Lied möchte ich unbedingt gerne spielen, weil das ist entstanden bei einem Textilarbeiterinnenstreik 1912. Und kannst du weder heute noch morgen zahlen, kauf ruhig weiter, kauf sie massenweis. Zahle statt mit Geld, mit faulen Idealen, der Mensch verschleudert sich um jeden Preis. Denn seinesgleichen gibt es viel zu viele, er weiß es selbst und handelt auch danach. Er kennt den Kurs im großen Börsenspiel. Der Geist ist billig, doch das Fleisch ist schwach.
Im Parlament fand eine spannende Enquete zur Frage von Arbeitszeitverkürzung statt. Auge Uge hat dazu eingeladen. Und worum es ging, seht ihr im folgenden Beitrag. Sehr geehrter Herr Professor Bontrup, Sie sind Ökonom und gelten als einer der prononziertesten Befürworter bzw. Befürworterinnen einer Arbeitszeitverkürzung auf eine 30-Stunden-Woche. Warum ausgerechnet 30 Stunden? Das ist ausgerechnet worden für Deutschland. Wenn wir das nicht machen, werden wir in Deutschland leider aus dem Tal der Tränen, so muss man sagen, aus dem Tal der Massenarbeitslosigkeit nie mehr rauskommen, weil die Produktivität wird auch noch zunehmen. Wir laufen der Produktivität mit der Wirtschaftsleistung hinterher. Das kostet Arbeitsvolumen. Und Arbeitsvolumen, wenn das zurückgeht, bedeutet, wenn wir die Arbeitszeit nicht verkürzen, und das heißt auf eine 30-Stunden-Woche bezogen auf deutsche Verhältnisse, geht die Beschäftigung zurück und wir bekommen noch mehr Arbeitslose. Wir haben in Deutschland schon viel zu viele davon. So, wenn die Gewerkschaften vor dem Hintergrund und damit auch die abhängig Beschäftigten vor dem Hintergrund der Massenarbeitslosigkeit an Macht verloren haben, dann sehen wir in Deutschland den Befund. Dann geht selbst der Reallohn nicht mehr adäquat mit der Produktivität mit, er wächst nicht mehr adäquat, dann habe ich eine Umverteilung. Das heißt, die Gewinne steigen dann immer mehr aus der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung und die Lohnsumme geht zurück. Mit katastrophalen Folgen für das Ganze. Der Gewinn wird dann nämlich funktionslos und wir wissen ja heute, wo er gelandet ist. Er ist gelandet an den Finanzmärkten, er endet in Spekulation und da steckt die Welt an, führt zu weltweiten Verwerfungen, zu schlimmsten ökonomischen Krisen. Das ist doch kein Zukunftsmodell. Wie bewertest du derzeit die Arbeitszeitdebatte in Österreich überhaupt, wenn du es ganz kurz zusammenfassen willst? Also ich glaube, es ist positiv, dass wieder über Arbeitszeitverkürzung überhaupt diskutiert wird, dass es wieder ein Thema wird, weil es war lange Zeit überhaupt nicht der Fall. In den 90er Jahren, Anfang der 2000er Jahre eigentlich überhaupt kein Thema. Und es ist seit einigen Jahren wieder ein Thema auch im Zuge der Wirtschaftskrise geworden. Und ich glaube nur, dass man jetzt bei diesen Ansätzen wie Freizeitoption in Kollektivverträgen oder solchen Dingen nicht stehen bleiben darf, sondern dass es wirklich wieder in Richtung einer allgemeinen Arbeitszeitverkürzung gehen muss. Wir brauchen dringend eine Verknappung des Arbeitskräfteangebots, um wieder die Möglichkeit einer Vollbeschäftigung auf der einen Seite zu kriegen, aber auch die Verhandlungsmacht auch der einzelnen Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen, aber auch der Interessensvertretung der Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen zu stärken und eben Arbeit zu teilen. Zwischen denen, die zu viel davon haben und denen, die zu wenig davon haben, um davon existieren zu können. Und aber auch die unbezahlte Arbeit, das ist die Haus- und die Sorgearbeit, die in aller Regel von Frauen gemacht wird, also zu 2/3 von Frauen gemacht wird. Und auch da muss es gelingen, dass auch die zwischen den Geschlechtern gleich verteilt wird. Und das geht nur, wenn der Arbeitstag, der Erwerbsarbeitstag kürzer wird. Wo liegen für dich als Gewerkschafter, der immer sehr viel Wert auf eine realpolitische Orientierung legt. Wo liegen jetzt für dich tatsächlich die nächsten Perspektiven, möglicher Schritt in Richtung Arbeitszeitverkürzung? Ja, wir müssen alle Möglichkeiten der Arbeitszeitverkürzung nutzen, sei es die Reduktion von Überstunden, sei es die Verkürzung der täglichen, der wöchentlichen oder auch der Lebensarbeitszeit. Wir müssen schauen, dass Förderungen von staatlicher Seite möglichst eine Arbeitszeitverkürzung unterstützen, dann hat man Chance auf Realisierung. Der Faktor Arbeit ist in Österreich sehr hoch belastet, sowohl steuerlich als auch mit sonstigen Abgaben. Hier brauchen wir eine Entlastung. Wir müssen andere finanzielle Werte hier mit einbeziehen, um den Faktor Arbeit entlasten zu können. Und diese Entlastung ist sicher ein Kernpunkt, wenn es in Richtung Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich gehen soll. Gut, dann hoffen wir, dass es nicht wieder 40 Jahre braucht, bis es zu einer Arbeitszeitverkürzung kommt. In deinem Sinne auch, oder? Völlig in meinem Sinne, weil in 40 Jahren werde ich keine politische Arbeit mehr machen können. Protest muss nicht laut und schrill sein. Am 30. April gab es ein Soli-Schlafen im Stadtpark. Und zwar haben die Demonstrierenden im Freien mit den Obdachlosen im Stadtpark übernachtet, um darauf aufmerksam zu machen, dass die Winterquartiere bereits geschlossen sind. Und warum das Schlafen im Freien bis zu 700 € Strafe kosten kann, wurde hinterfragt. Wer sich dagegen wehrt, sieht im folgenden Beitrag von Renate Sassmann. Ja, mein Name ist Anne Lohre.
Ich bin 74 Jahre und ich bin hierher gekommen, weil ich mich mit den Obdachlosen solidarisiere und ich es ganz schlimm finde, dass sie einfach von der Polizei weggeräumt werden, wenn sie nach der Winterschließung in den öffentlichen Schlafsälen keinen Platz mehr finden. Ich habe vor Jahren mal gelesen, dass die Polizeiaktionen damit erklärt wurden, dass man das den Touristen nicht zumuten kann. Ich bin der Meinung, dass Wien nicht nur schön ist, sondern eben auch Armut hat und dass die Touristen eigentlich beide Seiten kennenlernen sollten. Ja, das ist der Grund, weshalb ich heute hierher gekommen bin und ich hätte mir gewünscht, dass etwas mehr Wiener gekommen wären, weil das ja immerhin in der Zeitung bekannt gegeben wurde und das Problem ja allgemein bekannt ist. Hallo, mein Name ist Hedi Kleber, ich leite die Notschlafstelle Winzibett. Wir haben ganzjährig 47 Schlafplätze für meist mittellose Menschen. Und es ist bei uns jetzt so, dass wir täglich 5-6 Leute wegschicken, die vorsorglich schon, nachdem das Winterpaket zu Ende geht, um einen Wohnplatz ansuchen. Und es ist sehr schade, dass das Winterpaket eben jetzt zu Ende geht, denn wo sollen die Leute hin? Es ist, wird sicher schwierig sein, für diese Menschen jetzt hier in Wien zu leben. Ja, und wie gesagt, die Plätze, die paar, die wir haben, die sind eigentlich weg. Markus Reiter, bin vom Neunerhaus. Wir sind heute da, um aufzuzeigen, dass heute, ab heute 500 obdachlose Menschen ihren Schlafplatz verlieren und haben dazu aufgerufen, aus Solidarität mit den Menschen da eine Nacht im Stadtpark zu verbringen. Hoffentlich regnet es nicht. Das würde uns nicht aufhalten, weil das ist auch für mich jetzt nach 15 Jahren Arbeit fürs Neunerhaus eine Erfahrung zu sagen, egal welches Wetter ist, wir haben keine Alternative, wenn man obdachlos ist, man hat keine Alternative, man muss bei jedem Wind und Wetter irgendwo unterkommen. Ja. Und das war jetzt also für mich selber gerade eine total, wo ich so viele Menschen, die wir betreuen, von deren Erzählung weiß, wie das ist auf der Straße, dann selber zu Hause sich zu überlegen, was muss ich alles mitnehmen, wenn ich eine Nacht da oder vielleicht sogar mehrere Nächte übernachte und die nicht weiß, nicht einmal, wie ist das Wetter, regnet es, bleibt es trocken, hat es 5 Grad, 15 Grad, da wird einem schon ganz anders. 880 Leute untergebracht. Richtig. Und mit dem Winterpaket, das Winterpaket ist zu Ende und ab heute gibt es nur mehr Plätze für 300 Leute. Also 500, über 500 Leute auf der Straße. Auf der Straße, ja. Und ich habe versucht, mit der SPÖ zu verhandeln, dass man die Notquartiere das ganze Jahr über hat, ausreichen. Und dass man die Kampierverordnung wegnimmt. Mit den 700 Euro, wenn der Schlafsack aufgelegt wird. Das ist nicht gelungen. Okay. Und die Leute haben dann gesagt, wir machen jetzt eine Aktion. Da waren Leute von der Bettellobby, von Augustin, vom Neunerhaus, Einzelpersonen. Und machen da eine Solidaritätsaktion hier im Stadtpark. Und ich als grüne Sozialsprecherin unterstütze das, weil ich nicht will, dass 500 Leute da auf der Straße sind. So ist das die grüne Sozialsprecherin. Ich kann nur sagen, ich bin selber Betroffener. Ja. Ich war 10 Jahre selber Bezirksleiter in der Josefstadt. Echt? Ich bin aber von der Situation, aber das ist eine eigene Story, warum ich so absolut selbst betroffen. Und ich sage so, wie man es denken tue. Ja. Es läuft unglaublich viel schief. Und wenn wir so weiter tun, haben wir Aufstände. Weil ich sage, die 500 Leute, die sagen, das ist eigentlich die Leute, die sich deklarieren, aber die deklarieren sich nicht. Die kann doch über den Kopf haben. Die kann doch über den Kopf haben. Die irgendwo bei Freunden schlafen, betroffen sind die Frauen. Armut ist weiblich und es zeigt sich immer böser. Und es werden immer mehr und mehr und mehr. Und ich warne dieses Land. Ich warne dieses Land. Aber so weiter, da haben wir Aufstände. Auch im gemütlichen Österreich. Da bin ich mir absolut überzeugt. Ich sehe zwei Seiten. Das eine ist, ich finde das rot-grüne Winterpaket schwer in Ordnung. Wir haben heuer im Winter über 3000 Leute unterbracht, dann wird es immer Leute geben, die die Massenquartiere nicht wollen
Und wo ich mir denke, ja, das ist die Entscheidung der einzelnen Leute. So ist es einfach. Aber ich gebe Ihnen recht, die Armut steigt. Und vor allem bei Frauen ist es nicht sichtbar. Und schaffen sich dann irgendwelche Unterschlüpfe in oft nicht angenehmen Beziehungen. Ich denke mir, es gehört eine andere Wohnrechtspolitik. Schon längst, man hat verzichtet, Gemeindewohnungen zu bauen seit 1995. Jetzt kommt der Pseudo-Gemeindebau. Es ist eigentlich zynisch bis zum Geld, immer mehr steigende Arbeitslosigkeit. Sie steigt, das wissen wir. Das Prekariat bei den EBUs brauchen wir auch nicht reden, wir brauchen nicht weiter reden. Dann was ist mit Jugendlichen, die keine Lehrstellen gehen und bitte 50 plus. Und die 50 plus sind das zunehmendste Problem. Es gehört eine politische Lösung her und die muss anders laufen. Ich glaube halt nicht, dass es nur die eine Lösung gibt. Es gibt nicht die Lösung. Ja. Also erstens werden die Gemeindebauten wieder gebaut. Das ist Sie werden gebaut, ja, auch es ist neu. Man beginnt wieder, das ist gescheit. Dann wollen wir zum Beispiel Arbeiterwohnhäuser haben, leistbare Wohnungen. Ja? Hat früher geklappt? Ja, sicher. Dringendst. Dann ganzjährige Notquartiere. Man muss auch gerecht sein, insofern die Stadt Wien hat in den letzten Jahren da schon sehr viel investiert. Sie hat investiert, nur Kritik meinerseits, dass sie unterbrechen, da ist es. Wie schon gesagt, die hat die betroffene Situation. Man sediert eigentlich im Prinzip die Leute, die so unter totalem psychischen Stress stehen, von einem Amt zu einem. Wir haben eine Überbürokratisierung. Das sagen selbst die Sozialarbeiter, das sagen selbst die AMS-Berater. Das ist ja alles koppelt. Also meines Erachtens nach, jetzt bin ich wirklich bösartig, dass ich sage, wir bauen so einen Ort, wir sind sozial, wir betreuen, aber eigentlich baut man eine Armenindustrie auf. Das Problem kann man punktuell nicht lösen. Es gehört ein ganzes Paket, es hat aber was mit der Vermögensumverteilung und da sind wir dann in der großen Politik drin. Ich möchte gern die Frau Wessely einmal bei mir haben. Ich hätte viel zu erzählen. Weil ich gehe das ganze Spiel schon jetzt knapp 2 Jahre durch und ich stehe dazu. So wie es ist mit meinem Namen, mit allen. Aber wir brauchen eine Lösung und das ist nicht die Lösung. Als kleinen Nachtrag wollen wir euch auch den Care Revolution Flashmob vom 1. Mai ans Herz legen. Da haben nämlich das Pflegepersonal am Ring gezeigt, dass die Pflege am Boden ist. Worum es geht, seht ihr im folgenden Beitrag. Nein, wir sind Care Revolution, wir sind Pflegepersonal, die einfach nicht mehr einverstanden sind mit dem System, wie es jetzt funktioniert. Es wird überall eingespart, das Pflegepersonal wird immer weniger, wird reduziert. Wir stehen hier, weil wir einfach für die Menschen arbeiten wollen und nicht für das System. Wir fordern mehr Gehalt, mehr Personal, um Arbeitszustände zu haben, die aller Menschen würdig sind. Ohne Grund gibt es keine Identitätsfeststellung. Das hat die Gestapo. Ja, genau, die Gestapo hat das gemacht. Ne? Sie müssen einen Grund haben. Wenn Sie die Identität feststellen wollen, brauchen Sie einen Grund. Diesen Grund haben wir. Und sagen Sie nicht, nennen Sie ihn dann. Nein, nennen Sie ihn doch. Der Grund ist der, dass Sie sagen, hier wird nochmal, ich hab's nicht gehört. Er sagt, hier wird gedient. Der Paragraph 35 Sicherheitspolizeigesetz, ja. Ja. Aber Sie können ein bisschen weiter runter, weil dann kann ich Sie anschauen auch. Ja. Der Paragraph 35 SPG, ja. Wo wir Personen, die an einem Ort sich befinden, wo mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlungen sich ereignen, und das ist der Suchtmittelhandel, ja. Wo ist der passiert? Hier ist wann ist passiert? Sie sagen es hier ständig hier. Wann denn? Haben Sie Anzeige? Wo denn? Wen haben Sie angezeigt? Haben Sie heute irgendwen gefunden? Das kann ich Ihnen einfach nicht sagen. Ah, das müssen Sie nicht einmal sagen. Dann können wir Sie mitnehmen. Warum müssen Sie das nicht sagen? Sie können einfach irgendwelche Leute verdächtigen und brauchen keine Beweise, oder wie ist das? Das ist ja das Schöne an Paragraph 35 SPG, dass man keine Leute verdächtigt. Sie brauchen nicht einmal Beweise, ne? Sie brauchen gar nichts. So, ne? Ja, das heißt, das Ermächtigungsgesetz, ne? Sie dürfen einfach jeden kontrollieren. Ne? Wie Sie es wollen. Richtig. Wie Sie es wollen. Ja. Ohne Beweise. Ja, weil wir eine rechtliche Grundlage haben. Ah, okay. Schaut sich das bitte mal um. Das ist doch bezeichnend, dass Sie nach einem Jahr das erste Mal erklären müssen, warum Sie das tun, was Sie da tun. Ja, wir erklären es öfter, aber die Leute sind meistens so viel, dass sie es verstehen, und sie verstehen es einfach nicht. Ja, aber ich verstehe es nicht, weil es keinen Sinn macht und weil es willkürlich von Ihnen ist, was Sie da tun. Ja, toll. Ja, willkürlich, super Job, willkürlich das Gesetz. Erklären Sie bitte den Leuten, die Sie kennen, was Sie da gerade tun. Also das ist ein Wahnsinn, wie wird man da verschieden? Sie sind jetzt fertig, kriegen einen Ausweis von mir. Nein. Sie haben gesagt, Sie essen schon fertig, kriegen Sie einen Ausweis. Ja. Warum wollen Sie den Ausweis sehen?
Ich habe es immer noch nicht verstanden und das müssen Sie. Einmal sage ich es Ihnen. Ja. Das ist das letzte Mal, wenn Sie es da nicht verstehen, nehmen Sie mit. Okay? Es gibt den Paragraph 35 SPG. Ja? Der braucht eine konkrete Gefahr, soweit konkret, ich weiß. Nein. Na? Nicht immer. Nicht immer. Der Paragraph 35 Absatz 1, Ziffer 2, Litera A, sagt ganz klar, dass die Polizei an einem Ort, wo mit beträchtlicher Strafe bedrohte Handlungen sich ereignen, Personenkontrollen durchgeführt werden können. Jede Person. Und dieser Paragraph zielt nicht auf die Person ab, die kontrolliert wird, sondern auf den Ort, an dem die Person kontrolliert wird. Das ist der einzige Paragraph, wo nicht drinsteht, man braucht einen konkreten Verdacht, sondern es gilt. Man braucht einen konkreten Verdacht, dass er diesen Ort. Sie können ja nicht hinkommen. Ja, es muss eine Straftat stattfinden. Warum Sie meinen Straftat haben wollen und dann eine Mitnahme auf die Polizeistation androhen. Reden Sie doch mit mir, Sie wollten es mir doch gerade erklären. Ja, ich habe es Ihnen erzählt. Wenn Sie mir nicht erklären können, warum ich. Das habe ich Ihnen gehalten. Nein, haben Sie nicht. Ja. Es reichen bestimmte Tatsachen und nicht ein konkreter Verdacht, sondern bestimmte Tatsachen. Und bestimmte Tatsachen sind genau das, dass ich an diesem Ort sitze, oder? Nein, was? Dass hier an diesem Ort Öppenbach oft gedealt wird. Und das macht diesen Ort zu einem Ort, wo mit beträchtlicher Strafe, nämlich Suchtgifthandel, bedrohte Handlungen sich ereignen. Und das war's. Und ob Sie die Polizei sind oder nicht, das ist mir relativ egal, aber was Sie einfach da aufführen, schauen Sie mal, wie viele Leute da stehen und Leute nerven, die drei Bier trinken da. Ja? Und dann überlegen Sie sich nochmal, warum es ist, was los ist mit Ihnen. So, ich glaube, das wäre es für heute. Ja. Bis zum nächsten Mal. Baba. Ciao.